Hi Leute, hier ist wieder der große Wecker und heute mache ich mein kleines How-to-Gruftkling von den Necrons Anfänger Guide Bemalung. Hallöchen. Also, ich habe mir die Gruftkling vorgenommen so und zeige euch, wie man die auf Anfänger- und Beginner-Niveau relativ gut bemalen kann. Dazu vorab möchte ich erstmal sagen, es ist ein schreckliches Modell, es ist schrecklich zusammenzukleben und es ist vom Bemalen her überhaupt nicht leicht, weil man an viele Stellen mit dem Pinsel nicht sonderlich gut rankommt. So, das werdet ihr auch noch sehen. Jo, aber jetzt erstmal zum Modell, also die Gruftkling von den Necrons. So, die ich jetzt hier habe, die ist sozusagen ausgerüstet mit dem Gauss Zwillingsblaster. Ja, es ist eine Waffe, die hat eine Reichweite von 30 Zoll und ist Schnellfeuer 2. Das heißt, sie hat sozusagen zwei Schuss und macht ein DS von minus 2. Ja, ich hatte mir halt überlegt, sozusagen, dass ich die Gruftkling, wir haben eine Bewegung von 14 Zoll, die ist relativ schnell. Und bei Schnellfeuer, wenn ich sozusagen auf 15 Zoll rankomme, kann jede meiner Gruftklinge viermal schießen. Das finde ich halt ziemlich nice. Und deswegen habe ich mich für den Gauss Zwillingsblaster entschieden. So. Und der DS von minus 2 finde ich auch okay. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit drei Gruftklingen an den Gegner ranfliege, in diese Schnellfeuerreichweite komme von 15 Zoll, was doch relativ groß ist, also auch relativ weit ist, habe ich 12 Schuss. Das finde ich schon mal ganz nice. So, des Weiteren ist die Gruftklinge ausgerüstet mit dem Schattenprojektor. Der gibt ihr einen Rettungswurf von 5 plus und der Schildfilme, was sozusagen den Rüstungswurf auf 3 plus sozusagen herabsenkt. Also das heißt, sie wird stabiler. Und genau, das sind die Modifikationen, die ich mir überlegt hatte für das Modell, wie ich es spielen werde. Und genau. Jetzt fangen wir mal an mit dem How-To zum Bemalen. Also wie ich es ja schon in anderen Videos immer wieder sage, ist sozusagen meine Strategie oder das, was ich euch näher bringen möchte, einfach benutzt reine Farben, spart nicht an Farben, holt euch viele Farben und nehmt eine Farbe und geht die Bereiche in der Figur durch, die ihr quasi mit der Farbe malt. Und dann malt ihr hintereinander weg, aufeinander aufbauend, vom dunklen ins helle, vom großen, sozusagen von großen Flächen in die kleinen Flächen. Und jetzt geht's schon mal los. So, das hält meine Gruftklinge. So sieht sie aus. So. Und die erste Farbe, die ich bei meinen Necron-Einheiten eigentlich fast jedes Mal benutze, ist sozusagen, ich benutze immer Citadel-Farben. So, das ist jetzt keine Werbung, vielleicht gibt es auch bessere Farben. Aber ich finde es eigentlich ganz nice mit der Games Workshop-Seite, dass man sich eigentlich für die Einheiten, wenn man mal so ein bisschen die Beschreibung hat, welche Farben man nehmen kann, und da weiß man auch, dass sie ungefähr so aussehen, wie sie abgebildet sind. Und genau, und ich fange halt an mit einer Basefarbe und mache sozusagen die dunkelsten Metallstücke in der Figur mit dem Lead-Belcher-Farbe. Und ihr seht, so, die mache ich erst beim ersten Schritt nichts anderes, außer alles, was diese Farbe bekommt, anzumalen. Die Rillen, die ihr hier seht, sowas, gleich auch mal in anderen Videos, nehmt den Pinsel seitlich, streicht die Farbe raus, also tunkt ihr sozusagen die Farbe rein, streicht sie raus, dass ihr keinen Klumpen auf dem Pinsel habt oder keinen Tropfen, den ihr euch dann reinschmiert und dann geht ihr einfach seitlich rüber. Probiert nicht mit der Spitze sowas zu bemalen, das funktioniert nicht. Das hat mich viele Klecks und ihr kriegt nie wieder dieses Schwarz hin und so. Genau, mein zweiter Tipp grundsätzlich an Anfänger ist, das Schwarz ist schon eure erste Farbe. So, ihr könnt halt das grundierte Schwarz quasi immer mit benutzen. Also ihr habt auf diesem Bild schon zwei Farben, ohne dass ihr sozusagen für das Schwarz was tun musstet, außer es zu grundieren. Genau, und jetzt von allen Seiten, zack, seht ihr einmal, wie ich das angemalt habe. Als nächstes nehme ich halt in diesem Fall jetzt sozusagen das Sycorax Bronze, so, und hier mache ich im Prinzip wieder genau das Gleiche. Ich suche mir die Stellen raus, wo diese Farbe kommt und male sie an. Und das sieht jetzt hier irgendwie so nett aus, aber bei dem Modell ist es ganz schrecklich, weil man mit dem Pinsel oft ziemlich verkrampfen muss, um bestimmte Bereiche zu ja, erreichen. Also ich fand, es hat sich nicht gut anmalen lassen. Im Vergleich zu anderen Modellen war das schon ganz schnell Krampf. Und wenn man dann noch die nächsten zwei macht, dann sitzt man eine Weile da. Genau, wo ihr seht, die Farbe wird einfach aufgetragen. Fertig.
Danach nehme ich das Stormhorse Silber. So. Mit dem habe ich so bestimmte Bereiche, die ein bisschen heller sein sollen. Das ist jetzt hier zum Beispiel, ja, hier dieser Strich oder den Strich habe ich gesetzt mit dem Stormhorse Silber. Oh, da hier vorne bei den Kanonen und wie die Rundungen. Ja, das war es dann im Prinzip schon. So. Ja, ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas mit dem Stormhorse Silber gemacht? Ich glaube, hier vorne sozusagen das. Ach ja, genau, die Rüstung hier oben. Die Schulterpanzer. Das ist bei mir Stormhorse Silber. Das wird meistens Stormhorse Silber bei Figuren. Genau. Und hier habe ich jetzt auch das Stormhorse Silber benutzt. Und das ist etwas, was ich auch sage oder euch mitgeben möchte. Kauft einfach mehrere Farben. Ihr müsst nicht mischen. Ihr könnt sie einfach ergänzen. Ihr nehmt das dunklere Metallic Farbe, ihr nehmt die hellere Metallic Farbe, ihr nehmt die dunklere Bronze Farbe, ihr nehmt die hellere Farbe und habt schon einen Effekt, den ihr reproduzieren könnt. Ihr könnt im gleichen Modell einfach Tage oder Wochen später weitermalen, ohne irgendwelche Farben wieder anmischen zu müssen. Also ich kann wirklich nur empfehlen, kauft euch eine ordentliche Farbpalette und spart daran nicht. So, genau, jetzt kommt nämlich mein Balthasar-Gurt. Mit dem Balthasar-Gurt mache ich jetzt hier, seht ihr ja, kommt jetzt, mit dem wurde der Bogen gemalt und dann mache ich hier oft so diese Gelenke bei den Necron-Krieger, die sind bei mir oft bei kriegen das Balthasar-Gurt, weil ich das von der Farbe her mag, weil es so einen intensiven Stich nochmal reinbringt. So, genau. Und ohne Mischen habt ihr jetzt eigentlich schon mit vier Farben plus das Schwarz einen relativ geilen Effekt. So, und das Schöne bei der Art, wenn man es sozusagen sich so aufteilt, das Modell und so malt, ist, ihr seid dann mit den einzelnen Bereichen dann auch einfach irgendwann fertig. So, ihr müsst dann da nicht nochmal rein oder irgendwas machen, so wie jetzt hier, keine Ahnung. So, das ist jetzt fertig, da müsst ihr nicht mehr dran, groß dran rummalen. So, genau. Dann mache ich das jetzt, kommt mein Klassiker, wenn ich meine dunklen Farben hinter mir habe, dann gucke ich mir das Modell an und sage, okay, was wird heller? Und das kriegt dann meistens nochmal das Korax White als Basefarbe und dann gehe ich genau, male ich diese oder grundiere ich diese Elemente nochmal weiß. So, die Schläuche, das Gesicht, irgendwie die Plasmakugeln, seht ihr, einmal zack rumgegangen, angemalt. Und jetzt kommt eine Farbe, die ich sehr mag, wenn man holt. Quatsch, wenn man Necron-Krieger hat oder eine Necron-Armee, das ist hier dieses Hexwraith Flame Tactical Farbe, die ist sehr geil, so, ihr seht, die ist total leuchtintensiv und sieht cool aus. Man muss zwei, dreimal rübergehen, so, beim ersten Mal hat sie noch nicht so diese Kraft, aber ihr streicht mit dem Pinsel einfach seitlich, ihr müsst auch nicht die Spitze nehmen vom Pinsel, das sage ich auch immer wieder, das ist ein absoluter Anfängertipp sozusagen, probiert nicht mit der Spitze zu malen. So, nehmt die Seiten vom Pinsel. Es ist genauer, eure Hand ist ruhiger. So, klar, in solchen, also bei solchen Stellen nehme ich dann schon die Spitze, aber im Großen und Ganzen male ich fast die ganzen Modelle mit der Seite. So, ich streiche quasi immer mit der Seite, also von der dicken Ende des Pinsels sozusagen zur Spitze streiche ich eigentlich die ganze Zeit rüber. Und dann kommt ihr auch nicht in die Rillen rein. So, und die Ornamente bleiben euch erhalten und ihr müsst nicht später probieren mit irgendeiner Spitze, hier sag ich jetzt mal diesen Pfeil zu malen, das kriegt ihr nicht hin. Also lieber die Grundierung lassen, das akzeptieren, dass das Schwarz eure erste Farbe ist, seitlich rüberstreichen, dann kann die Farbe auch nicht sozusagen in die Rillen rein und ihr habt schon mal einen geilen Effekt, ohne dass ihr dafür groß was tun musstet. Ja, zack, einmal rumgegangen, fertig. Und jetzt kommt quasi ein Shade, den ich oft in den Gesichtern benutze. Also ich gehe über dieses Weiß rüber, ziehe auch so einen leichten Shade nochmal ein und nehme dieses Tactical Tesseract Glow. Und mit dem male ich dann immer sozusagen die hellere Plasmafarbe. So, wie ihr seht, jetzt hier oben bei der Kugel, da gehe ich auch immer ein, zweimal rein oder hier unten die große Kugel. Und hier bin ich nochmal an den Schläuchen so ein bisschen und habe ich nochmal ein bisschen rüber gestrichen. So, seht ihr jetzt? Zack. 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 Und zum Abschluss kommt nochmal das White, das ist noch nicht ganz der Abschluss, aber jetzt nehme ich nochmal das White Scarbite und nehme auch wieder nur die Seite und ganz wenig Farbe im Pinsel. Ich habe die Farbe rausgestrichen und gehe wieder mit der Seite des Pinsels, zum Beispiel über diese Knochen. Einfach nur einmal rüber, mehr nicht. Also gar keine große, ich probiere es nicht perfekt zu machen, sondern
ich ziehe einfach nur diese Kanten, dass ich diese Erhebung nochmal raushebe. Und mit dem Phalanx Yellow habe ich einfach nur sozusagen hier nochmal Punkte in die Waffe reingesetzt, so, damit es nochmal einen schöneren Effekt kriegt. Ach ja, genau. Und hier die Ornamente, die habe ich vorher halt auch geweißt gehabt. So, und danach mit dem auch nochmal mit Phalanx Yellow rübergegangen. Und das mache ich auch mit der Seite des Pinsels. Und die Seite des Pinsels hat den Vorteil, vor allem für uns Anfänger oder Fortgeschrittene, dass wir nicht tropfen. So, wir können halt einfach die Seite nehmen und auf der Erhöhung quasi ganz leicht rüber streichen. So, man muss einen guten Tag haben, man muss immer eine ruhige Hand haben. Aber wenn ihr die Seite von dem Pinsel nehmt, lauft ihr nicht Gefahr, dass irgendwie ein Haar das Schwarz berührt oder hier so. Und wenn es eine Mini-Berührung gibt, egal, sieht kein Mensch mehr später. Aber sozusagen der Vorteil ist, seitlich rüber zu ziehen mit der Farbe, ist halt wirklich, dass man nicht tropft. Und so kriegt man überhaupt als Anfänger sowas auch nur hin. Mit der Spitze probiert niemals, mit der Spitze irgendwie so Ornamente zu machen, habe ich zigmal gemacht, funktioniert nicht, kriegt man nicht hin. Und meistens ist es versaut und später kriegt man das dann da auch nicht mehr wirklich raus. Also lieber einfach rüberstreichen, ganz leicht sozusagen den Pinsel über die Erhöhung rübergleiten lassen, hoffen, dass ein bisschen Farbe kleben bleibt und gut ist. Und wenn das Ergebnis einigermaßen okay ist, dann lasst es. So. Genau, das ist ein ganz großer Tipp, weil ansonsten wird man irre. Ja, mit Filter. Und zum Schluss habe ich jetzt nochmal jetzt hier sozusagen einen Grauton genommen. Und mit diesem Grauton, den habe ich jetzt auch da rausgestrichen aus dem Pinsel quasi. Und jetzt sind nochmal so ein paar Kanten lang gegangen bei der Waffe. So. Und da streiche ich auch mit der Seite einfach nur so ein bisschen rüberbürsten. Mehr ist das nicht. Aber das gibt dir nochmal so ein bisschen so einen dreidimensionaleren Touch. So wie ihr seht. Mehr ist es nicht. Einfach nur diese Kanten. Und dafür ist der Pinsel im Prinzip schon fast trocken. Es ist kaum noch Farbe drin. Das ist ein bisschen der Trick dabei. Genau. Jetzt gibt es noch ein paar Fotos. Modell ist fertig. Sieht einigermaßen cool aus. Kann man spielen. Lässt sich auf dem Spielfeld sehen. Und vor allen Dingen dieses schöne dunkle Grün leuchtet. Ziemlich geil so. Und in den Nahaufnahmen sieht es jetzt auch ein bisschen unruhiger aus, quasi, als es dann ist, wenn man die Figur vor sich hat. So, jetzt hier zum Beispiel sowas. Sowas nimmt das Auge dann gar nicht mehr so richtig wahr. Ja, ansonsten kann ich einfach nur sagen, das Modell ist nicht leicht zu malen. So, und vor allen Dingen die anderen beiden. Und das ist nämlich das andere Ding. Jetzt seht ihr hier, dass ich habe die anderen auch gemacht, sozusagen. Das war ein Dreierpack. Und mit diesem Farbschema, was ich benutze, habt ihr halt eine Reproduzierbarkeit. Dadurch, dass ihr nicht an einzelnen Elementen wie der Waffe ewig rummalt, um den perfekten Effekt zu hinzukriegen. Und dann müsst ihr das nächste Mal machen und das nächste Mal machen, bei den anderen Waffen auch wieder und so weiter. Sondern dadurch, dass ihr quasi euch von der dunklen in die helle Farbe, von der großen in die kleine Fläche sozusagen durcharbeitet, könnt ihr dieses Farbschema Tage, Wochen später bei den anderen quasi Modellen genauso anwenden. So. Und deswegen benutze ich auch immer reine Farbe und wie ihr jetzt hier auch gesehen habt, relativ viele Farben. Aber diese viele Farben ermöglichen mir, dass ich nicht mischen muss, dass ich nicht an bestimmten Stellen, um einen Effekt hinzukriegen, quasi ja, mir Sachen da auf dem Modell zurechtmische, die ich dann beim nächsten Mal nicht hinkriege und dann sieht es doof aus. So, und ich glaube, dass das jetzt, wenn man jetzt einfach nur diese Modelle auf dem Schlachtfeld haben will, ein bisschen spielen möchte, irgendwie Tabletop-Style, aber es trotzdem irgendwie cool aussehen soll, ist diese Art und Weise und diese Methode zu malen doch relativ erfolgsversprechend. Und ja, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen konnte und ihr Freude gehabt habt, wenn ihr euch das Video angeguckt habt. Und ja, würde mich über ein Like oder einen Kommentar freuen oder ein Abo, wie ihr wollt. Das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Genau, und ich würde machen immer mal, wenn ich Zeit habe und ich mal die Figuren sowieso anmache, nehme ich sozusagen die Malschritte mit auf. So. Und noch eine Sache, wenn ihr euch sozusagen das noch ein bisschen vereinfachen wollt, das Modell, könnt ihr natürlich dieses Schwarz auch weglassen. Ihr könnt auch einfach durchziehen, dann sieht es trotzdem noch okay aus, aber ihr habt dann das Schwarz an sich nicht mehr mit drin. Damit vereinfacht man sich das auch nochmal. Genau.
Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wer sich wie, wo, wann das anguckt. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüssi.